Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier im Marsch. Wir beginnen jetzt mit der Ernte mit Mais. Wir werden das im Verband machen. Ein Stückchen rein. Das mal rein. Ansonsten im Verband gearbeitet, mit zwei Maschinen. Und dann werden wir das Mais entsprechend bei uns einlagern. So. Da steht er nun. Und noch ein Stückchen. Einen zweiten Platz haben. Dann machen wir den mal aus. Dann Kursgenerierung. Für Feld Nummer 4. Mit zwei Maschinen. 12 Meter. Vorgewende machen wir 1. Weil wir zwei Maschinen arbeiten. Zwei Stück. Weich. Passt. Denn 4 wären ja im Prinzip 2 wären ja 4 Vorgewände. Das ist zu viel. So. Müssen wir kurz generieren. Warum ist der jetzt so schräge? Südwest. Warte, lass mal so, das ist schon okay. Generieren wir mal kurz. Ach, haben wir schon gemacht. So, der erste ist fertig. Den stellen wir gleich ein. Das ist der linke. Und Verband aktiviert. Das zum Laden. Und anhalten, das ist okay. Falls ich mal selber hinfahre, dann muss ich nicht da unten parallel fahren. Meist wird er gerade eine Kurve. So, dem das mal stehen. Wir haben wenig Wasser, sehe ich gerade. Macht aber nichts. So, nehmen wir den zweiten. Da wir den Kurs nur kopieren, fahren wir aufs Feld. Klappt halt mal aus. Wenn wir auch ein paar Meter arbeiten, ne, weil die Ecken macht er sowieso nicht ganz so gerne. Gut, um eh nach arbeiten. Und daher ist es nicht umsonst, macht Sinn. So, das zweite steht. Dann werden wir jetzt mal gleich ausmachen und Kursplay mal anschalten und dann den Kurs kopieren. Kopieren heißt, wir müssen den nehmen, der dicht bei ist, als 20 Meter, das kommt schon hin. Dann haben wir den übernommen, wie kann man hier so erkennen. Dann gehen wir hier den auf rechts, das passt. Hier Verband müssen wir aktivieren, sonst fährt er den hinten rein, das soll er ja nicht. Und fertig. Erster Wegpunkt da, da beginnt er. Passt, jetzt werden wir hier aussteigen. Den ersten mal gleich mal starten. So. Hoffen wir, dass es klappt. Da lassen wir es so. So. Dann düst er los und wir im zweiten gleich hinterher. Ja, die Krähen, die Ruhe. Einstellen. So. Normalerweise müsste es 100 Meter warten. Explodieren. Aktiviert. Rechts. Passt. 2-2. Beide erkennen sich und das ist gut so. So, muss geflügt werden. Das ist keine gute Nachricht, aber gut, nach Mais muss eh geflügt werden. Also Unkraut ist 0 und gedüngt ist 0. Junge, der hat aber schlecht vorgearbeitet, der Vorbesitzer, ne? Jo, leider. So, achso, ich wollte mal hier gucken, hier die beiden Drescher einstellen. Feld Nummer 4. Damit die anderen beiden wissen, wo die sind, ne? Das ist dann klar, ne? So, aber das geht wegen Autodrive. So, C. 18.
Hier stellen wir hier auf Feld Nummer 4 ein. So. Ich hatte hier das muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich mal eingreifen hier. Der macht sich jetzt ein bisschen blödsinnig. Er macht ja dann gleich die Hauptbahn. Dann werde ich mal hier ganz kurz entlassen. Dann ist ja hier verkehrt. Er ist schon auf die Bahn. Also machen wir hier gleich mal, damit wir nicht kaputt fahren, machen wir hier mal gleich. Er ist ja einen Schritt zu weit. Dann muss nur das Vorgewende fertig werden. Gut, der fährt er halt hinterher, das ist nicht tragisch. So. Deswegen mache ich am liebsten immer vom ersten Wegpunkt her, dann gibt es an sich keine Probleme. Und der war ja am passenden und normalerweise war vielleicht in Gedanken schon auf der nächsten Arbeitsschritt. So, hätten wir einen anderen. Ah, ja, hier Feld Nummer 4. So, mal schnell einholen. So. Dann hat mir der Bauer immer schlecht gearbeitet hier. Feld 4. Gut. Machen wir es so, wenn wir laufen müssen. 2. Den müssen wir noch einstellen. Dann müssen wir noch flügen. Das ist hier mit Fahrzeug Nummer 1. Abfahrer Nummer 1 und zwar Dreschermodus und zwar Feld 4. So, mal sehen, ob man eine Runde fährt oder nicht. Da. Macht aber nichts. Kommt bald wieder. Fährt jetzt zum Hof und guckt kurz danach, ob das Silo frei ist und kommt er wieder. So ungefähr. So, den machen wir jetzt das gleiche, aber hier Feld 4. Denn die anderen beiden sind gleich wieder voll. Jetzt gehen wir auf Richtung. Ja, gut, ne? Wir fahren mal Richtung. Das ist der andere. Den stellen wir auch gleich ein. Und den werden wir weiterfahren lassen hier. Blocking. Hier werden wir Helfer einstellen. Gut, der wird nur warten, bis er voll ist. Und wir werden mal kurz gucken wegen Flügen. Haben wir noch die ältere Version von Crossplay und von Audreif. Der Beziehung bin ich da nicht so experimentierfreudig, weil das kann auch Probleme bringen, ne? Der wartet jetzt am Abfahrer, der kommt. Das bewachen wir ganz kurz, da hinten ist der zweite. Das wird schon klappen irgendwie. Ja. Normalerweise sollte der andere vorwegfahren und der andere, ne, also zum, wenn du selber abfahren willst, ist besser, der andere fährt voran, weil wir kommen und wir können ja das meiste nicht durchfahren, immer kaputt. Bei Helfer, da geht's nicht. Also wahrscheinlich, weil die KI das noch nicht so gut hinkriegt, denke ich mal, dass es zu unterscheiden, dass da nur Probleme geben würde.
Aber gut, das werden wir irgendwann mal gelöst bekommen, denke ich mal, ne? Das wird ja sicherlich machbar sein. Gut, das klappt schon mal. Da können wir uns um das andere kümmern. Der ist noch nicht ganz voll, aber das ist fast voll. Da wird ein bisschen lustig. Mal sehen, ob das klappt. Ich wollte nachflügen. Nacharbeiten. Das war hier. Weil hier, das muss gemacht werden. Gut, Lenkung ist aktiviert. Habe ich vorher noch gemacht. Das vergesse ich hin und wieder. Aber es wäre aber kein Problem. Machen wir gleich mal die Runde hier. Wir haben einen richtigen Flug, ne? Kein Tiefengruppe, kein Mod als Gruppe, als Flug deklariert, kann man sagen, ne? Wir müssen nach wie vor flügen. Wenn der andere auf 12 km/h gehen würde, sagen, okay, kann man so als nehmen. Aber die fahren ja alle mit 18, das ist ja ein bisschen in meinen Augen zu heftig. Wir müssen viel flügen. Da muss ich mal sehen, dass wir da einiges noch schaffen. Ne? Heute Morgen. Unsere Hauptfelder müssen geflügt werden. Und muss ich mal die Runde so rumfahren. km/h, gut 12. Wenn das langsam wird, muss man reparieren, ne? Also ist noch nicht so ganz so dramatisch. Wir können den ganzen Breite kriegen. Das ist ja der größte Flug, den wir je haben, ne? Also auf dem ganzen Spiel. Sobald die Ernte abgeschlossen ist, werden wir verstärkt flügen. Das ist alles heute. Naja, heute. In der heutigen Folge wird nichts. Aber so, dass wir die Aussaat hier noch hinkriegen. Also, wenn hier alles täuscht, Gerste oder Weizen. Raps haben wir schon. Diesen Weizen haben wir auch schon. Ah, sind ja alles nur kleine Felder, das darf man ja nicht vergessen, ne? FPS ist hier noch 25. Da muss er im Hof liegen. Im Hof würde ich noch einiges umbauen. Also im Winter weiß machen. Also die Schweine kommen vom Hof weg. Der eine Stall. Dann der kommt zum anderen Stall dazu. Da kommen die zwei Einzelställe weg. Kommen wir weg. Und ich wollte irgendwann noch Schafe anschaffen, ne? Also das die Melo können wir ein bisschen ignorieren, das klappt meistens sowieso irgendwie doch irgendwie anders. Und die Straße gleich ein bisschen mit. Ja, hier müssen wir noch viel, also einiges machen, ne? Geht es noch auf Feld 1? Das werden wir gleich machen. Wir mal gleich gucken nach Flüge. Wir brauchen mindestens 3 Flüge. Flüge für 100 und der Lampen Titan, der hat 12 km/h und braucht 300 PS. Das wäre eigentlich, wir haben zwar keine 300 PS, aber wir haben 280. Müsste eigentlich gehen. Haben wir noch einen Mod? Wie gesagt, die will ich eigentlich nicht. Das ist noch ein Lampen Mod. Flug. 17 km/h. Das sind auch beides die Flüge machen, aber das will ich eigentlich nicht. Und dafür ein bisschen klein, ne? Das ist so ein Privatbauer, ne? Gut, das sind 4,5 Meter. Auch für die Kleinfälle 4,9. Ganz gut für die Kleinfälle. Da werden wir gleich die Kosten
Können wir noch zwei kaufen? Nee. 109? Nee. Aber einen kaufen wir immer. Gut, dann mal einen Traktor nehmen. Der ist zu schwach. Das ist auch zu schwach. Das ist jetzt ungünstig, ne? Dann nehmen wir den gleich, den fahren wir erst im Hof. Wieso fährt der jetzt hier über den Hof, also über den Ding lang? Das verstehe ich jetzt nicht. Straßenkurs sind da original. Und Holger, danke Holger. Falls du mal reinschaust. Wenn du die Zeit mal hast, denk mal eher nicht. Ich schaffe ja auch ganz wenig. Und ich spiele auch gerne noch andere Spiele, das ist auch noch ein Zoom. Und bei Tutorial ist für mich nur interessant, wenn ich das auch wirklich selber machen will. Ne? Also dann muss ich es anschauen, wenn ich da voll dabei bin. Sonst ist das für mich sinnlos, weil dann, wenn es braucht, nicht mehr weiß. Die Lage haben wir auch noch, aber das ist heute nicht so wichtig. Heute ist immer wichtig, dass wir pflügen und ernten. Das heißt, die beiden Felder müssen noch leer gemacht werden. Die haben wir gekauft. Vor ein paar Tagen und jetzt ist es reif für die Ernte. Ein volles Feld zu kaufen ist besser als ein leeres Feld zu kaufen, immer so, ne? Können wir wenigstens einmal ein bisschen durch Verkauf Geld verdienen. Wasserfass bringen wir zum Hof und dann fahren wir zu Feld 1. Ein Flug vorholen. Vorher noch ein Gewicht holen wir nicht anders. Ja, Sägewerk betreiben, das wird heute nichts. Das müssen wir nicht alles im Winter machen, mehr oder weniger. Ja, müssen wir den Anhänger wegbringen. Wir sind ja arg beschäftigt, ne? So, den Anhänger schieben wir mal hier irgendwo rein. Eine Lücke, haben wir eine Lücke? Da haben wir eine Lücke. Ich finde diese Garagen und diese Hallen am besten. Da kann man vorwärts reinfahren, abstellen und weiterfahren. Jetzt fahren wir zum Händler und holen uns den Flug. Und dann werden wir gleich mal auf 1 programmieren. Man hat fast gekracht hier. Hat doch mit Gehverkehr nicht gerechnet. Feld Nummer 21 ist fast fertig, Anführungszeichen, ne? Also fast, ne? Business noch zu tun. Wie gesagt, der ganz große Flug hat den Nachteil, der ist nicht so wendig. Der macht seine Vorteile in großen Feldern, ne? Großen, langen Feldern, da hat er seine Vorteile. Da kann er seine Stärken ausspielen. Wir müssen Gewicht haben, das ist ganz wichtig. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. So lange wollte ich auch nicht machen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns wieder morgen. Ja, morgen zum Dienstag. Tschüss. Ich musste kurz überlegen.